Das Titelbild lässt vermuten, dass wir das Cabrio hier in den Alpen fahren. Wir sind aber schon wieder zurück in Deutschland und versuchen euch mal unsere Eindrücke zu vermitteln. Wir haben das M440i X-Drive Cabriolet hier in Sanremo Grün. Wir schauen mal, wie sportlich es fährt und aber auch, wie es auf der Langstrecke fährt. Wie kann ich offen fahren? Wie kann ich geschlossen fahren? Wie gut kann ich dann immer noch für den Urlaub etwas in den Kofferraum einladen? Das schauen wir uns gleich an. Viel Spaß! Was interessiert uns an der Front am meisten? Nicht unbedingt die neue Niere. Ich finde die ganz cool. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. Am interessantesten ist doch ganz klar, wie schon beim Dreier, das Laserlicht optional. Wir erkennen immer Laserlicht an diesen blauen Umfängen hier. Das Tagfecht habe ich jetzt auch mal aktiviert. Und wie das Laserlicht bei absoluter Dunkelheit funktioniert, haben wir schon oben rechts verlinkt im Dreier BMW gezeigt. Das ist ja hier mit dem Vierer die gleiche technische Basis. Das dürfte also zu 99,9% genau gleich funktionieren. Die Bereifung ist natürlich gemischt, 225er Breite, 255er Breite hinten und wir haben hier richtig schöne 19 Zöller montiert. Wir sind ja wirklich einige Kilometer gefahren bis nach Italien mit dem M440i Cabriolet und da hatten wir einiges einzuladen. Das gucken wir uns jetzt an. Das Dach ist jetzt nach unten gefahren, da habe ich nicht so viel Platz. Aber wir schauen mal, was hier gehen würde. Wir haben nämlich in dem Zustand, wenn man es gegen die Sonne erkennen kann, vielleicht hier unten, 300 Liter Kofferraumvolumen und das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, ich kann hier immer noch ein, zwei Köfferchen einladen. Es wird schon etwas eng, aber wenn das Dach zu ist, können wir das hier umklappen, dann wird das Ganze größer. Der Kofferraum wächst dann nämlich auf 380 Liter. So, ich habe per Schlüssel das Verdeck jetzt mal zugefahren. Wir werfen nochmal einen Blick in den Kofferraum. Ja, und der Trick ist ganz einfach, wie wir es auch schon vom Achter kennen, dass ich das jetzt hier umklappen kann und ich dann entsprechend deutlich mehr Platz habe. 380 Liter und ich war überrascht, wie viel man hier einladen kann. Ich spiele mal unser Zeitraffer-Video ein. Also zwei Kabinentrolleys voll beladen, eine große Tasche, kleine Taschen, Notebooks, noch ein bisschen Wanderausrüstung für die Alpen. Das hat hier alles erstaunlich gut reingepasst. Und das Windschott, das ist hier versteckt zwischen Kofferraum und Rückbank. Und wenn man das eben montiert hat, wie ich es jetzt gerade montiert habe, dann hätte man hier sogar noch mal ein paar Liter mehr Platz eben direkt vor der Rückbank. Und die Rückbank ist interessanterweise auch serienmäßig durchladbar. Das Verdeck, das neue, ist echt eine schöne Konstruktion. Das sehen wir auch gleich noch während der Fahrt. Ich fasse jetzt mal auf, einfach hier per Funkschlüssel, das heißt lange auf die Aufsperrentaste drücken. Natürlich muss ich hinten die Klappe wieder ausklappen, damit das Verdeck auch ausfahren kann. Und BMW verspricht, das Ganze soll 18 Sekunden dauern. Ich finde, es läuft sehr elegant und wirklich flink in einer Bewegung durch. Dann hinten wieder zu, noch schnell verriegeln. Kling. Und das war's. Das geht ganz gut. Dann zeigen wir noch was, was ich am Anfang nicht wusste. Wo ist das Windschott versteckt? Das Windschott muss ich erstmal für rund 300 bis 400 Euro kaufen. Dann lässt es sich aber wirklich ganz einfach, ich komme mal hier auf die andere Seite rüber, dann lässt es sich recht einfach aufbauen. Das heißt, einklappen wir einmal so, entriegeln, auseinanderbauen. Aber wo ist das Verdeck versteckt in dieser Tasche, wenn man es braucht? Man muss dazu wissen, man muss an den Kofferraum gehen. Dann muss man hier links die Rückbank entsiegeln, die kann ich ja trotzdem umklappen. Also einmal hier ziehen, wirklich versteckt vor dem Verbandskasten. Da habe ich jetzt fern entsiegelt. Jetzt gehe ich einmal zur Rückbank, die dann hier eigentlich plan anliegt. Und dann sieht man, aha, hier wäre das Windschott versteckt gewesen. Die Tasche passt also genau hier rein. Super durchdacht. Beim Achter oben rechts verlinkt, war das nicht so gut versteckt. Also Windschott raus und dann aufbauen. Und das Windschott merkt man wirklich deutlich beim Fahren in Sachen Windzug und Windgeräusche. Man kann das auch ganz einfach alleine aufklappen. Es gehört natürlich immer dann so rum. Einmal hier so rein, genau andersrum. Einmal so rein. So, dann kann man das Ganze einmal entriegeln. Und zwar hier, dann kann man es nochmal knicken und dann kriegt man das eigentlich nach ein paar Mal machen sehr schnell hin. So ist es schon fest, noch aufklappen und dann können wir gleich mal loslegen. Hinten hat man ganz gut Platz. Ja, es passt schon auf der kurzen Strecke, es sind ja nur zwei Sitze. Aber im Achter ist zum Beispiel deutlich mehr Platz hinten oder im Achter Grand Coupé. Haben wir ja schon oben rechts verlinkt, gezeigt. Hinten gäbe es aber auch noch eine Klimazone und USB-Lader. Schön ist aber für mich, denn der Fokus ist ja auf dem Fahrer oder der Fahrerin. Wenn ich einsteige, die Tür zumache, bekomme ich immer in jeder Situation
intelligent den Gurt gereicht. Also jetzt habe ich zugemacht, schon kommt der Gurt hier angefahren. Finde ich wirklich top, weil dieser Gurtreicher bringt den Gurt noch weiter vor, als er bei einem normalen Kompaktwagen wäre. Und dann kann ich auch loslegen. Vorher schauen wir noch ganz kurz ins Cockpit und da sehen wir, okay, das kennen wir alles schon. Aber ich muss sagen, nach einem Jahr auch wieder viel Golf und Volkswagen fahren, das Thema hatten wir schon oben rechts verlinkt, ist dieses Cockpit eigentlich wirklich perfekt. Wir haben hier die perfekte Mischung aus Touch und normalen physischen Tasten. Ich starte einmal ganz kurz die Zündung. Ich starte direkt den Motor ganz kurz, dann haben wir einmal alles auf einen Blick. Wir haben eben hier das etwas kleinere Navigationssystem, im Achter wäre das etwas größer, minimal noch. Und das kann ich mit diesem T-Rücksteller bedienen oder per Touch. Also perfekt und wichtige Funktionen für mich im Cabrio, die Klimaautomatik oder das Dach. Das ist alles analog geblieben und auch diese 8 Nummern sehen vielleicht ein bisschen angestaubt aus. Sie sind aber wirklich wahnsinnig hilfreich. Die einzige Taste, die uns hier interessiert, die eigentlich noch neu ist, ist die hier im Cabrio, nämlich diesen Nackenwärmer in 3 Stufen. Der auch bei sehr kalten Temperaturen sofort auf Stufe 1 maximale Hitze hat, kostet so 500 bis 600 Euro, kann aber dann hilfreich sein, wenn ich mein Cabrio, was am meisten Sinn macht, das ganze Jahr zulasse und dann vielleicht auch mal im Februar oder März bei kalten Temperaturen schon offen fahre. Wir zeigen jetzt mal ein paar verschiedene Szenarien. Also, wie laut ist es hier eigentlich und wie angenehm oder nicht angenehm? Mit Windschutz offen ist es immer top. Das heißt, hier geht einem kaum Wind ins Gesicht. Eigentlich gar nicht, auch nicht bei höheren Geschwindigkeiten. Aber spannend finde ich immer auch die Akustik, die Lautstärke, was man so hat. So 50 im Ort, im Sportmodus, ist super cool. Ich höre den R6 Benziner mit 10 Liter Hubraum dann richtig schön. Er schaltet natürlich früh zurück. Das ist wirklich sehr, sehr sahnig. Haben wir ja auch in den Alpen so gefahren. Da blende ich ein paar Bilder ein. Das ist wirklich großartig. Natürlich vor allem offen gefahren. Wenn das Windschutz zu ist, dann kriegt man von außen sehr wenig mit. Werden wir nachher gleich nochmal zeigen. So, ich gebe es mal Gas. Sportliche Landstraße im Sportmodus. Richtig toll wirklich. Wir sind natürlich jetzt im Sportmodus, wo etwas Sound hinzugegeben wird, aber es ist echt ein toller Klang, den ich jetzt so über so viele, 2000 Kilometer oder mehr, vom M440i, in dem Fall Cabrio, noch gar nicht gehört habe. Also macht wirklich, wirklich großen Spaß. Der Antrieb ist hier der X-Drive, den wir uns hier für den Testwagen ausgesucht haben. Das heißt, grundsätzlich mal hecklastig ausgelegt. Aber wir haben uns erinnert, es war glaube ich so, dass normalerweise vielleicht hinten 70, vorne 30 sind. Aber das Ganze kann man auch tauschen. Also man könnte sogar bis zu vorne 70% der Antriebskraft und hinten 30% verteilen. Das Ganze funktioniert natürlich vollautomatisch. Ich fahre am liebsten auch auf diesen Alpenstraßen in Sport, das heißt auf Serpentinenstraßen richtig, richtig angenehm. Da brauche ich auch gar kein DSC ausschalten. Ich habe immer noch genug Sportlichkeit und kriege hier wirklich von der Straße alles mit zu 100%. Ich habe ein Top-Feedback, obwohl ich hier gar nicht so leicht unterwegs bin. Wir wiegen hier nämlich rund 1,9 Tonnen, also eine ganz schöne Nummer, denn es ist ja trotzdem nur ein Vierer oder quasi nur ein Dreier eigentlich. So, jetzt wollen wir es angenommen ein bisschen ruhiger haben, 90 km auf der Landstraße. Jetzt mache ich mal die Fenster zu. Das geht natürlich wie bei fast allen Cabrios mit diesem Knopf hier, also einmal lang ziehen oder kurz reicht für die Automatik. Dann gehen alle Fenster zu und ich habe dann schon mal noch deutlich weniger Klang, habe eben noch den Wind von oben und die Sonne, die mich schön bräunt hier bei 31 Grad. Was wir jetzt noch zeigen können, ist einmal in den Komfortmodus und dann ist es schon wirklich angenehm leise hier drin, aber gleichermaßen sportlich. Er nimmt eben ein bisschen weniger Gas an und ein bisschen weniger Sound. Dann haben wir noch gelernt, bis 50 km/h soll das Verdeck mittlerweile sogar öffnen und schließen. Das wollen wir natürlich auch noch mal sehen. Deswegen fahre ich genau 50 km/h, drücke dann nach unten. Dazu geht das mit dem Knopf hier. Vorne haben wir es von außen gemacht. Ich versuche genau 50 zu halten, gehe jetzt auf 51. Peinlich ist immer, wenn man das macht und er bricht dann ab. Dach langsamer fahren, sagt er bei km/h 52. Jetzt gehen wir auf 47 und ich würde sagen, Dach langsamer fahren bei 55, jetzt hat er kurz gestoppt. Okay, und jetzt musste ich wieder, also bis 55 geht es tatsächlich. Die Meldung kriege ich auch nochmal im Help-Display. Ja, und jetzt sind wir zu. Jetzt wollen wir auch wissen, als Langstreckenfahrer natürlich, wie ist der Komfort oder auch die Soundkulisse, wenn alles zu ist. Und sie ist dann wirklich top. Das spielen wir auch gleich nochmal ein auf der Autobahn. Jetzt klingt er für mich quasi
wie der normale M440i. Das Dach ist in Sachen Akustik wirklich großartig gelungen. Er schließt hundertprozentig dicht ab. Also ich habe hier überhaupt keine Windgeräusche, auch nicht bei hohen Geschwindigkeiten. Dazu switchen wir direkt mal kurz zur Autobahn. Bei realistischen 160, 170 km/h, was man hier vielleicht so auf der Reise fährt, ist es angenehm ruhig, ganz leise hört man schon Windgeräusche, aber für ein Cabrio finde ich absolut passend. Ich fahre es mal ein bisschen schneller noch und bin mal leise, 170 km/h, 180. Also es sind minimal mehr Windgeräusche, als man hier beim normalen Coupé hätte, aber nicht wirklich viel. Also ich bin wirklich Fan von diesem Stoffverdeck, das eigentlich die Qualitäten hat eines Hardtops, aber noch ein bisschen leichter ist. Wirklich schön und auf der Reise auch wirklich angenehm, denn ich bin immer Fan davon, mit so einem Auto auch viele Kilometer Autobahn bis ans Ziel, bis in die Alpen zu fahren und das Ganze dann noch mit Fahrerassistenz und danach auf den Kurvenstraßen manuell. Und apropos Fahrerassistenz, die haben wir hier schon gezeigt, der Driving Assistant Professional ist hier an Bord und der kann mittlerweile auch eine Rettungsgasse bilden. Ein Rettungsgassenassistent ist jetzt hier neu, den werden wir dann nochmal ausführlich in einem eigenen Video zeigen. Wir fahren nochmal eine sportliche offene Runde, natürlich im Sportmodus, denn wir haben ja hier 374 PS, die man hier um die Kurven scheuchen kann. Und mit dem X-Drive geht das Ganze auch ziemlich gut. Ich finde aber, gerade bei unseren Alpenetappen hat man gemerkt, dass er eben mit knapp 2 Tonnen doch ein bisschen schwer ist, gerade wenn es auch einen Berg runter geht. Macht wahnsinnig Spaß, großer Motor in einem nicht zu großen Auto, 500 Newtonmeter Drehmoment, da kommt man auch gut vom Fleck. Aber man fährt schon ein gewisses Gewicht mit sich um die Kurven, also es ist kein Supersport-Cabrio, aber so richtig schön dynamisch offen fahren, muss auch mal 105 auf der Landstraße sein dürfen, ist das Ganze wirklich ein großer Spaß, vor allem eben auch, weil der Sound richtig schön vorne bei mir ankommt im Sportmodus. Wir können übrigens heute noch mal exklusiv einen Blick auf unsere Fahrdaten merken. Ab dem 28.05., das heißt über 10 Tage, da haben wir genau 10 Liter gebraucht. Also bisher waren es immer unter 10 auf 1800 Kilometern. Also wir sind immer sehr sportlich und dynamisch gefahren und so sehr knallt es dann gar nicht beim Verbrauch. Also da haben wir wirklich Fahrzeuge gehabt, die noch viel, viel mehr schlucken und hier waren wir auch wirklich dynamisch unterwegs. Schreibt ihr uns gerne in die Kommentare als Fazit, wofür würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr euch entscheiden müsstet, fürs 4er oder fürs 8er Cabriolet? Für uns ganz spannend, wir haben schon beide getestet, 8 Zylinder gibt es eben nur im 8er, aber der hier ist eben doch ein ganzes Stück günstiger und hat schon in der Basis zumindest fast die gleichen wesentlichen Ausstattungen. 75.000 wäre der Basispreis hier, unser 4er kostet mit jeder Menge Extras wieder der ganzen Fahrerassistenz knapp 90.000 Euro. Genau die Konfiguration verlinken wir euch nochmal unten als BTF. Wir freuen uns wie immer über eure Meinung und danken euch fürs Abonnieren und Glocke aktivieren.